Hallo, heute wieder kurz erklärt und zwar dieses Mal Brainstorm. Das ist ein Spiel für 2 bis 10 Leute. Es ist ab 12 Jahren geeignet und eine Runde dauert ungefähr 15 Minuten. Ziel des Spieles ist es, 2 Karten miteinander zu verbinden, indem man einen Begriff findet, der für beide passt. Es liegen 9 Karten in der Mitte aufgedeckt und alle Spieler spielen zur gleichen Zeit. Anschließend ist die Aufgabe für jeden Spieler, 2 Karten zu finden, zu der er eine passende Verbindung findet. Diese Verbindung muss er dann einmal den anderen Mitspielern erklären und diese müssen dann entweder zustimmen oder dagegen stimmen. Wenn alle Mitspieler zugestimmt haben, bekommt er diese beiden Karten. Als Beispielpaar hätten wir den Diamanten und den Bauarbeiter, wozu man dann harte Arbeit sagen könnte. Oder halt das Baby und den Kalender, was dann halt zum Beispiel Geburtstag wäre. Preislich liegt das Spiel bei 10 Euro. Es wird schon mehr Platz benötigt, weil halt 9 Karten in der Mitte ausliegen und die auch immer wieder aufgefüllt werden. Dann hat ihr seinen eigenen Stapel. Zettel und Stift wird nicht benötigt, da man keine Punkte aufschreibt, sondern wenn die Runde vorbei ist, ist sie vorbei. Und wir finden, es ist halt für eine größere Gruppe besser geeignet, da dann halt die verschiedensten Ideen kommen oder wer zuerst halt welche Karten mit welchen kombinieren kann.